Round one, fight! Tiger, 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 uppercut! Fängt auf jeden Fall schon mal sehr skandalös an. Ach nein, Alter, ich wollte schon ausflippen. Round two, fight! Aha. Yo, was geht, meine automatensüchtigen Freunde? Du fragst dich, warum ich kein Auto hab, weil ich spiel jeden Tag Automat. Was läuft bei euch? Euer bester Freund Grozilla hat ein nettes Dankeschön für euch. Nennt man das Dankeschön? Ich habe heute für euch Special Review Ace of Spades, einer meiner All-Time-Favorites. Wie ist die Waffe, Freunde? Ich denke, ihr solltet die alle kennen. Die war zeitlang einer der besten Handcannons, die man haben kann. Das liegt an den Stats, wie ihr seht. Gefühlt ist alles auf maximal. Nichts ist zu wenig, nichts ist zu viel. Das Special Perk von der Waffe Memento Mori ist... Ja, Digga, was willst du dazu sagen, Junge? Also ihr habt Outlaw automatisch drin und dann habt ihr 6 Kugeln, die mit extra Damage ballern, nachdem ihr einen gekillt habt. Und die bleiben lange, die sind nicht direkt weg. Das ist richtig krass, kann man nichts anderes zu sagen. Du hast vorher, damals hast du mit der getootappt, jetzt nicht mehr. Schaffst aber, glaube ich, immer noch mit bestimmten Buffs und sowas. Ebenfalls hast du noch Radar, wenn du immer noch zielst. Sind halt einfach alles richtig gute PvP-Perks, finde ich. Waffe hat nur einen einzigen Nachteil und das ist ein 140er RPM. Aber das ist eine ganz kleine Sache, würde ich sagen. So, Freunde, ich würde sagen, wir nehmen diesen schönen Klassiker, packen ihn in Rumble und schauen, was der heute taugt. Let's go in Rumble. No allies on this battlefield. Ey, yo, was geht? Wir fahren den Kolon durch meine Gegend. Digga. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was gerade da passiert ist. Man, these guys are elusive. Habe ich verschossen wie ein Idiot? Wahrscheinlich schon. Save the Rush, wenn mich schon zu wirklich. Ehrlich, das ist mir zu hart, wirklich. Das ist mir viel zu hart. Wie sehr man mich killen will mit der Shotty. What the fuck? Fake! Ach nee, Digga. Was ihr alle denkt, Junge. Nein. Schau Ruhe. Nein. Nein! You can't touch me, you're not man enough. Ach, geh doch nach Hause, Mann. Das kann doch nicht sein, wie viel Munition du noch hast. Und wie lästig man auch noch sein kann damit. Das ist nicht zu glauben. Und ich spawn auch jedes Mal in seiner ekelhaften Schusslinie. Bungie. Willst du mich komplett... What the... Fuck? Idiot. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. What the fuck, Alter? Was ist das hier für eine krasse Sache? Ach nein, mit deinem Psychopathen. Nein! Irgendwas stimmt mit diesen Lobbys nicht. Die alle voll auf Crack oder so. Digga, irgendeiner ist richtig unangenehm hier. Aber wirklich unangenehm. Dieser Pisser, Mann. Nein! Verdammt! Nein! Ja! Jesus! Aber mit deiner scheiß Rattenkönig, Junge. Digga, der will's aber auch echt wissen mit dieser scheiß Rattenkönig. Digga, wer ist hier um die Ecke? Was ist mit deiner Shotgun-Scheiße, Mann? Wirklich? Wirklich, der dieses ekelhafte Heavy-Ammo die ganze Zeit hat, ehrlich.
Wo ist der? Ach Gott. Oh Gott. Nein! Sehr gut. Mann, ey, du gehst mir irgendwie auf den Sack mit deiner Red King. Digga, der fegt ja auch alle weg mit der Red King. Ich kann's nicht glauben. Nee. Nein, ich hab keine Muni. Digga, was ist das hier für eine ekelhafte Sache? Nein! Das ist nicht dein Ernst gerade. Freunde, irgendwas stimmt mit dieser komischen Lobby nicht. Nicht dein Ernst, Alter. Aha, Season Rank 90 oder wie, hä? Was die alle meinen, Alter, mit ihren komischen Schildern jedes Mal. Meint ihr, das ist blöd? Bitte! What the fuck, Alter, was eine Reichweite, Junge. Noch mehr mal Reichweite als meine Hand kennen, Junge. Warum benutze ich sie dann? Oh shit! What the fuck, Alter. Wieso heißt die überhaupt Ace mit so einem kleinen Schniedel da oben? Psych! Nein, Mustafa! Digga. Du wirst nicht sofort aus meinen DMs verschwindest. Verdammt, Ace. Psych! Ah! Weil ich diese Ecke von diesem ekelhaften Quadrat getroffen habe, wirklich. Ja, es, irgendwann ist aber auch ganz anders. Meint ihr, wir snipen den? Oh, shit! What? God damn, Freunde. Meint ihr, das ist dumm? Ja. Digga. I'm joking. Freunde, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach nein, deiner komischen Blitzerichtgranate, Junge. Deiner 20-Volt-Batterie. Ah, ich wusste es, dass er mit so einer Scheiße auf mich zukommt. Affe. Irgendeiner kommt hier abfucken, ich rieche es schon. Schön sitzen bleiben. Meint ihr das Snacken in den Kopf? Irgendwas snacken wir jetzt. Oh, damn. Ey, was? Wieso hat der überlebt, Junge? War doch auch mitten in dieser fetten Explosion, oder nicht? Digga, du willst aber echt wissen mit deiner komischen Waffe. Was? Bist du denn, Alter? Hast du Angst, oder was? Ich auch. Gib dir mir den Thomas-Modus. Und ich rede von dem Thomas, der eine Lokomotive ist, versteht ihr? Es ist zu wild. Schön sitzen bleiben. Na, verdammt. Imagine, einer läuft da rein und ich mache richtig Frikassee aus seinem Kopf. Egal, 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 egal. Sexy, hä? Huh?
So, Freunde der Nacht, ich denke mal, ihr habt gesehen, was man mit der Waffe anrichten kann, und zwar einiges. Das einzige Problem ist, wie gesagt, 140 RPM, aber dennoch eine sehr, sehr gute Waffe. Leider nicht mehr ansatzweise so gut wie damals vor dem Nerf, sprich vor dem Range-Nerf. Man hat jetzt einen sehr, sehr starken Damage-Fall-Off. Selbst mit den Memento Mori kann man das jetzt nicht mehr unbedingt krass ausgleichen. Dennoch eine sehr, sehr solide Waffe. Definitiv eine Empfehlung von mir wert. Ihr macht damit nichts falsch, auch wenn es 140 RPM ist. So, kommen wir also zur Bewertung. Die Waffe bekommt von mir 7,5 Vex. 8 kann ich hier leider nicht geben, weil die Sunshot, die ist einfach besser. Auch allein, weil die 150 RPM hat. Und die Reichweite der Ace of Spades ist nicht gerade unbedingt besser als die von der Sunshot. Von daher kann sie meiner Meinung nach nicht auf demselben Level sein. So, ich hoffe, euch hat das Video diesmal gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr Bock habt. Natürlich auch ein Abo, wenn ihr lustig seid. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein.